Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres GTA Online Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. Und ich habe gerade zufälligerweise ein Auto geklaut, welches Simeon haben will. Und dort fahren wir jetzt nämlich genau nochmal hin, um die Kohle einzusacken. Der Witz in der ganzen Geschichte ist, hätten wir das Auto so verkauft, als geklautes Auto, hätten wir nur rund 3000 Dollar bekommen. Jetzt werden wir mal nachsehen, wie viel Simeon uns letztendlich dann zahlen wird für dieses Prachtexemplar. Weil ehrlich gesagt, 3000 Euro oder Dollar ist mir ein bisschen zu wenig. Gleichzeitig habe ich heute gelesen, dass die ersten 250.000 Dollar von Rockstar noch diese Woche kommen sollen. Denn das ist ja so oder so geplant gewesen, dass das aufgesplittet wird. 500.000 Dollar zu A, 250.000 über Weisung, A2 Überweisung. Und davon können wir die erste diese Woche erwarten. Upsala. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil je besser die Kondition ist von dem Auto, das wir anbringen, desto mehr Geld lässt sich selbstverständlich auch verdienen. Was haben wir hier für Waffen? Tränengas, unbewaffnet, Pistole, nee, dann doch lieber die Kaliber 50. Ist meine Lieblingswaffe, da das auch wieder in den Comments gefragt worden ist. Ich meine, ich habe es auch dort beantwortet. Sag's hier aber in dem Video auch nochmal. Und zwar zum Beispiel die Kaliber 50 Pistole. Die ist nur im Zusammenhang mit der Special Edition erhältlich gewesen. Sprich, die könnt ihr ohne die Special Edition zu haben nicht in-game bekommen. So. Sind wir auch schon fast da. Nur noch ein knapper Monat. Dann fangen die, oder etwas über einen Monat, dann kommt die nächste Konsolengeneration. Ein Moment, auf den ich so heiß bin wie keine Ahnung was. Weil überlegt euch mal, 6, 7, 8 Jahre oder was ist die alte Generation, die jetzige Generation alt? Ist ja fast biblisches Alter, möchte ich fast meinen. Also das ist schon krass. So, dann geben wir das Auto mal ab. Okay, das einmal andotzen hat nichts Negatives für uns im Schlepptau gehabt. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, da, 6180, das ist natürlich eine gute Summe im Vergleich zu dem, was wir eigentlich bekommen hätten. Jetzt beweisen wir den Spaß mal. So. Genau. Also eins weiß ich, wenn wirklich der Zeitpunkt kommt, an dem ich Bargeld mit dem Handy ab und also abheben und einzahlen kann, dann werde ich mir auch wieder ein Handy kaufen. Weil von Bankautomaten unabhängig sein ist eine ganz nette Angelegenheit. Denn bezahl mal im Bus zum Beispiel mit Karte. Sei denn, du hast so eine von diesen verrückten E-Cards und was weiß ich nicht, was da alles gibt. So, aber davon abgesehen, fahren wir jetzt mal gucken, ob wir ein Ganggebiet organisieren können. Ich denke, die ersten Folgen, nachdem wir die vollen 500.000 bekommen haben und unser neues Domizil bezogen haben, werden wir hauptsächlich damit verbringen, Autos zu organisieren. Vielleicht sparen wir uns auch das Geld auf einen Supersportwagen, wer weiß. Aber jetzt erst einmal schönes Ganggebiet. Das Auto hier zum Beispiel, das wäre auch eines von denen, die ich mir persönlich noch in die Garage stellen würde, als alter Trans Am Fan. Boah, du Wichser, was hast du schon mal vorher zum Blinken gehört oder was, ey? Ja, echt, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Haut der einfach nach rechts ab. Müssen wir ein Ganggebiet halt finden, ne? Problem ist, sie sind auf der Map ja so nicht verzeichnet, auf der Minimap ja.
Das heißt, wir müssen in die Nähe kommen. Und wenn wir in die Nähe kommen, wird es angezeigt. Gehen wir mal hier hin, in die eher beliebteren Gebiete, nenne ich es fast schon. Okay. Da vorne ist ein Hubschrauber, seht ihr den? Polizeihubschrauber oder was? Da ist jemand mit einem Dings, mit einem Kopfgeld. Uiuiuiui. Bin gerade begeistert. Toll, die einzige Waffe, für die wir noch was haben, ist Kaliber 50. Wir fahren mal dem Kopfgeldtypen hinterher. 3000 ist schon nicht schlecht. Vielleicht haben wir eine Chance, dass wir den erledigen. So. Da vorne ist er auch. Das müsste der Flughafen sein, wo er ist. So, fahren wir mal hier rum. Er scheint mir da unten zu sein. Und es sind wohl auch welche hinter ihm her. Kleines Problem ist gerade, dass uns hier Autos entgegenkommen. Können wir. Ja, schade, eben hätten wir beinahe hochgekommen. Machen wir jetzt auch. Kapau! So. Ist nicht so schlimm hier, keine Angst. Oh, Scheiße. Wir haben das Auto ja geklaut, ich hab's vergessen. Nein, die haben ihn umgebracht. Scheiße. Egal. Egal, Leute, wir hauen jetzt erstmal ab hier vorm Arm des Gesetzes. Vielleicht finden wir trotzdem noch. Ah, da vorne ist aber einer. Vielleicht kriegen wir den. Oder ist er das vielleicht sogar noch? Müsste eigentlich. Gerade an dem vorbeigefahren, sehr gut. Und da ist aber ein anderer, der ihn gerade umbringen will. Scheiße, Leute, ihr könnt den doch nicht und so und überhaupt. Ein Hubschrauber, ach du Fuck. Wir versuchen den aber trotzdem zu kassieren. Moment, der ist da, wo wir eben waren. Ey. Wo ist der hin? Der ist unter uns, da. Okay, ich verstehe. Fahren wir erstmal in die Richtung von ihm. Was nicht ganz so klappt. Sehr gut, ich bin nicht begeistert. Aber das sah sieht doch gut aus. Oh, Mann. So, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh, alle Leute sind hinter ihm her anscheinend. Das Problem ist eher. Wie kriegen wir den mit dem Kack-Hubschrauber down? Wie kriegen wir den mit dem Kack-Hubschrauber down? Vor allem erklärt es, wie er einfach durch die Gegend. Ach du Scheiße. Wie geil. Wir gucken mal, wo der nächste Ammunition ist. Beziehungsweise Ammunition. Vielleicht können wir irgendwie mittlerweile einen Raketenwerfer kaufen oder sowas. Weil anders kriegen wir den Kack hier nicht down.
regnet es auch noch hier. Gibt's ja gar nicht. Ja, erstmal hier. Das wäre ja ganz nett. So. Was habt ihr denn hier im Angebot? Scharfschützengewehr. Sturmgewehr. Ich bin begeistert. Mehr als begeistert. Müssen wir hier generell noch, den können wir auch kaufen. Munition brauchen wir noch. Ne, Pump Action will ich nicht, aber hier. Scharfschützengewehr Muni vielleicht. Ach, kaufen wir. 20 Schuss. Brauchen wir hier Patronen. Patronen. Wie sieht's hier aus? Tränengas haben wir 5, da brauchen wir auf jeden Fall noch welche. So, und dann gehen wir mal gucken. Vielleicht können wir den mit dem Scharfschützengewehr ausschalten. Boah, der Regen hier ist einfach nur saugeil. Vor allen Dingen auch das Aquaplaning. Ich meine, ihr seht es ja selber gerade. Das ist so krass. Wo ist er gerade? Also ich kann ihn nicht sehen, doch da unten ist er. Fliegen wir da wieder hin, Richtung Flughafen dann letztendlich wieder. Müsste er sich irgendwo aufhalten. Oh, wie geil. Also ich muss sagen, den besten Regen hat GTA diesen Herbst, sage ich jetzt mal. Mann, Auto, mach keinen Kack. Sollten hier runterfahren. Vielleicht sollten wir noch weiter runter. Ne, hier rum müssen wir. Okay. Müssen irgendwie gucken, dass wir da reinkommen. Klappe jetzt mal. Lauf, 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 lauf. Wo sind die, ist jetzt die Frage. Ich glaube, die starten gerade mit einem Flugzeug. Oder? Die machen da Luftkämpfe oder sowas. Das ist er nicht. Der ist schon wieder gestorben, der Arsch. Ist abgestürzt. Der muss erst respawnen, bevor wir ihn umbringen können. Wo ist er respawnt? Hier vorne irgendwo. Können wir hier hoch? Ja. Wo ist denn der jetzt? Der ist da vorne. Bewegt er sich auch? Ne, der bewegt sich nicht. Schiebt.
Oh Gott, lass mich doch hier raus, Mann. Ah, es geht. Perfekt. Jetzt ist er wieder gestorben, der Arsch. Aber er muss da vorne irgendwo sein. Nehmen wir das Sturmgewehr. Nein! Nein! Nein, scheiße, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Den Kackjob verlassen. Ich will den Typen hier umbringen, Mann. Was will ich denn mit dem Kack-Schlagstock? Wollt ihr mich verarschen oder was? Okay, er bewegt sich. Ist er in einem Auto oder wie? Was denn? Ich hab doch nur ein Kopfgeld gejagt, Mann. Kopfgeld, Kopfgeld, Leute, Kopfgeld. Ihr habt doch nur ein Kopfgeld eingesagt. Seid ihr bescheuert? Verdammte Irren hier. Egal, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.